Hallo zusammen, Meier3007 hier und herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen für den Februar 2024. Viel ist es nicht geworden, 4 Bücher sind bei mir im Februar eingezogen. Ich habe mich ein bisschen zurückgenommen, aber ich weiß genau, der März wird heftig. Es kommen so viele tolle Bücher raus und dann ist auch noch Buchmesse. Ja, juhu, das wird teuer. Der erste Neuzugang im März war ein Buch, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe. Christiane Franke und Cornelia Kunert. Faule Fische fängt man nicht. Der neueste Fall für Rudi, Rosa und Henna. Da gibt's auch schon die Rezension dazu auf meinem Kanal. Das Buch hat mir richtig, richtig gut gefallen und sehr viel Spaß gemacht. Volle 5 Sterne, mein absolutes Monatshighlight. Dann ist bei mir eingezogen Das Flüstern im Eis. Ein Fall für Kommissario Krauner von Lenz Koppelstädter. Der neueste Band dieser Südtirol-Krimireihe. In Sulden an der eisigen Nordwand des Ortler hat sich die internationale Kletterszene versammelt. Die besten Eiskletterer wollen dort neue Rekorde aufstellen. Doch der Chef der örtlichen Bergrettung wird zeitgleich tot in der Turnhalle aufgefunden. Und somit gibt's wieder Arbeit für Krauner und Salter Pepe. Aber am Gipfel bahnt sich eine Katastrophe an. Denn ein schweres Gewitter zieht auf, aber nur eine der Athletinnen kehrt zurück zur Schutzhütte. Da bin ich sehr gespannt und freue mich drauf, das mal zu lesen. Dann von Lily Alonso, Mallorquinische Strafe. Da habe ich ja letztes Jahr, glaube ich, war es den ersten Band der Reihe gelesen. Es geht vergnüglich zu auf Mallorca. Beim Esfiro, dem wichtigsten Fest auf der Insel, wird die Inselgeschichte zelebriert. Dort wird in historischer Verkleidung der Sieg gegen Piraten gefeiert. Doch während des Schaukampfes wird ein Mann brutal ermordet. Die Lösung des Falles liegt anscheinend tief in der mallorquinischen Geschichte. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auch hier sehr drauf, das mal zu lesen. Und dann ist bei mir noch eingezogen als letztes von Annette Hinrichs Nordlicht, Die Tote am Strand. Da ist jetzt erst ein neuer Band rausgekommen. Dadurch bin ich auf diese Reihe aufmerksam geworden, aber ich möchte natürlich bei Band 1 anfangen und drum ist das jetzt hier bei mir eingezogen. Im beschaulichen Küstenort Kollund an der deutsch-dänischen Grenze wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sie wurde erschossen. Die Tote ist Liva Jörgensen und vor 12 Jahren verschwunden. Jetzt stellt sich heraus, sie hat viele Jahre jahrelang unter falschen Namen in Deutschland gelebt. Was ist eigentlich da genau passiert? Und warum musste sie unter falschen Namen leben? Wiebke Beusen von der Kripo Flensburg und Rasmus Nyberg von der dänischen Polizei nehmen die Ermittlungen auf. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf, das zu lesen. Ich habe da mal reingeblättert und der Anfang hat sich richtig toll lesen lassen. Ich denke, mit dem Buch geht's bald mal bei mir weiter. Kennt ihr schon eines der Bücher? Wenn ja, würde mich eure Meinung in den Kommentaren jetzt mal interessieren. Das war's auch schon mit diesem Video. Kurz und knapp. Bleibt dran. Beim nächsten Video sehen wir uns nämlich gleich wieder. Meier3007.